Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider. Ein Stückchen zurückgelaufen bin ich. Ich bin ein bisschen ein Stückchen zurückgelaufen. Zurückgelaufen bin ich ein Stückchen. Das wollte ich euch nur gesagt haben. So. Ach, da ist noch was wieder zum Einreißen. Na, das ist ja schön. Ah, wir reißen jetzt alles ein hier. Nieder. Nieder mit allem. Wieso will ich denn da wieder nach oben? Will ich nach oben wieder? Hui. Da komme ich doch her, oder nicht? Wo kommen die denn auf einmal her? Geht ja gar nicht. Ich mach den hier zuerst kalt, ist ja wohl klar, oder? Der hat irgendwie so einen Schutzanzug an oder sowas. Scheiße. Das war so klar. Am besten du gehst hinter einen Baum. Lang. Ich glaube, wir sind zeitgleich gestorben. Leute, wo kommen denn die Typen auf einmal her? Bin ich hier doch ganz woanders, als ich vorher nicht war? Hä? Ich dachte, ich komme jetzt hier raus, wo ich immer war. Oder ihr wisst, was ich meine. Also, dass ich wieder einfach auf dem Weg zurück bin. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Und ihr kennt mich ja langsam. Ich brauche meine Versuche. Ey. Warum weiß er das immer? Wie findest du meine Feuerpfeile? Komm mal raus. Du kommst bestimmt hier hin, ne? Ja, ich kenne euch doch. Euch Schlawiner. Irgendwie ist er nicht gut, ein guter Schütze, ne? Aber ich auch nicht. Wir stehen so voreinander und schießen beide schön daneben. Habe ich ihn jetzt endlich mal. War's das dann? Ach ja, natürlich geht mit einem Maschinengewehr alles viel, viel einfacher. Aber warum leicht, wenn es auch schwer geht? So kriege ich ein bisschen Pfeilschießübung, bla bla bla. Ich kann nie genug Übung haben. Ja. Ein Lager. Na, wie schön. Mit der Möwe. Okay, das wird nicht ausreichen hier mit unseren Punkten. Das sehe ich jetzt schon. Was ist denn hier so? Was haben wir denn hier so? Da geht's wieder zurück. Möchte ich das denn schon? Oder möchte ich hier noch irgendwie... Das sieht doch voll interessant hier aus. Genau. Das sind so typische Gegenden. Ach, das waren bestimmt die Typen, die ich am Anfang noch nicht getötet hatte. Kann das sein? Das kann bestimmt. Waren bestimmt die, wo ich mich immer gefragt habe, was mit denen ist. Die hatten da so ihr Lager und ich habe das nur nicht gesehen. Aha. Okay. Jetzt sind sie aber auf jeden Fall, glaube ich. Glaube, das war's mit ihnen. Ja. Hier. Nimm das mal noch schön mit. Die Reliquie da holen wir uns als nächstes. So. Da sind die ganzen Flaschen. Die haben hier voll gesoffen, die Typen. Geht ja gar nicht. So. Ich möchte jetzt hier runter. Nein.
Was war das denn? Oh, Lara, Lara. Sie ist als Geist wieder zurückgekommen mit dem Mond im Hintergrund. Nee, ist klar. Ich bin eigentlich voll gestorben. Ich bin gestorben, aber okay. Wieso mache ich jetzt hier noch so eine Runde? Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte das Seil runter. Das geht gar nicht, weil das ist viel zu hoch und bla bla bla. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Hallo? Hallo? Ich möchte zurück. Nochmal das Ganze. Ja, komm. Das war das falsche Seil, glaube ich. Das da wäre das Richtige. Das schafft sie nämlich auch. Das andere eher nicht. Hui! Voll cool. Eigentlich bin ich ja ein bisschen neidisch. Wer würde das nicht gerne mal machen? Aber wie gesagt, ich glaube, das würde in so einem Affenzahn gehen. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Sturmjägerin, klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf. Ja, wir haben wieder eine neue Aufgabe bekommen. Das ist ja schön. Allerdings haben wir hier noch genug zu tun. Hä? Ich frage mich halt immer, ob man diese Laken nicht kaputt brennen kann. Aber kann man irgendwie nicht. Stattdessen werde ich versuchen, andere Quests hier noch zu lösen. Aber naja. Da unten haben wir auch noch nicht alles abgegrast. Das sehe ich schon. Ja, ich muss mich hier... Ich muss mir die Zeit halt leider mal nehmen. Oh, schön. Ich muss mir die Zeit mal nehmen. Das Schwein weg oder ist es tot? Es ist tot. Ich muss mir die Zeit nehmen, mir den Strand einfach auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Und wir können unseren Bogen verbessern. Und hier oben liegen auch noch Sachen. Und wir können das Grab hier uns noch angucken. Also es gibt noch ein paar Sachen hier, die wir am Strand machen können, bevor es weitergeht. Jedenfalls hätte ich da jetzt Lust zu. Und wozu ich Lust habe, dazu seid ihr verdonnert, es euch anschauen zu müssen. Oder ihr springt halt weiter vor. Wenn der nächste Part dann hochgeladen ist. Ja. Mit einigen Leuten aus der Crew, wie ihr sicherlich schon gemerkt haben, ist nicht gut Kirschen essen. Wo guckt sie hin? Na, was ist denn hier so? Ist hier bei dem Auto irgendwas? Wo guckst du denn hin? Irgendwas
Was ist hier? Oder was? Hä? Sie guckt sich einfach nur den Wagen an, oder? Ich weiß nicht. Ich würde auch gerne die Reliquie haben, aber ich würde sagen, wir gehen mal vorher hier ins Grab. Das interessiert mich jetzt auch total. Da wir da jetzt reinkommen können. Schläft und isst Lara eigentlich auch mal? Also ich stelle mir immer vor, weil sie jetzt gerade eben schon wieder gleich aufsprang und meinte, ja, ich muss da noch hin und so. Da habe ich mich gefragt, warum schläft und isst sie eigentlich nicht mit den anderen? Aber ich stelle mir immer vor, dass sie das halt an jedem Lagerplatz macht sozusagen. So, dass sie in der Zeit dann isst. Und man sieht ja auch immer, wie sie die Tiere, also das Tiere ausweiden, wie auch immer. Ja? Das soll ja auch, glaube ich, Essen bedeuten. Aber naja. So, komme ich hier rüber auf die Seite oder ich glaube eher so. Okay. Hier geht's rüber. Wir erkunden ein neues Grab. Ist hier was? Nein. Ich bin sehr gespannt, was hier am Strand ist. Ist auch eigentlich komisch, dass sie das alles immer alleine macht, oder? Ich meine, es ist cool, wenn man sie halt spielt und alleine ist, aber in echt ist es doch komisch, dass sie nie jemanden holt, oder? Und sagt, hey, ich habe was gefunden, diese Leute. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Mhm. Wir haben... Wenn ich die Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Rotten. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Einen Moment bitte, mein Telefon klingelt. Ist ein guter Moment. Ein Moment. Ja, Entschuldigung, da hat mein Telefon geklingelt. Das war sehr witzig. Es war ein Mann am Telefon, der mit jemandem reden wollte aus Los Angeles. Ich habe leider gesagt, dass er in Deutschland gelandet ist. Aber das hatte ich auch noch nie. So, wir können unseren Sportbogen aufrüsten. Was wir, glaube ich, jetzt schon getan haben. Nein, noch nicht. Dann tun wir das jetzt. Mit, ja, nix. Toll, mit 203 Dingern kann ich ja nicht viel machen. Aber wir können auf jeden Fall mehr tun in nächster Zeit für unseren Bogen. Und darauf warte ich jetzt auch einfach mal. Wir haben das Set von Laras Tagebüchern erweitert. Und wo sind wir jetzt hier nochmal? Was für einem Grab? Tempel der Dienstmädchen. Aha, okay, ja. Mal gucken, was wir hier so Interessantes finden. Dann geh mal durch. Was machen die hier? Aha. Ich sehe das schon wieder kommen. Moment, ich muss hier irgendwo hinspringen. Habe ich recht oder habe ich recht? Oh Gott, dann zieh das mal. Ich brauche bestimmt mal eine 2-3 Versuche. Was mache ich jetzt? Nein, das hat nicht geklappt. Ich muss bestimmt ganz schnell sein. Ich frage mich nur, wo soll ich jetzt so schnell ran? Ach, da. Ach, ich kann da hinten rum. Momentchen, alles klar. Das kann ich doch auch von da hinten machen, oder? Muss ich dafür... Ach, und noch was hier, was ich übersehen habe. Ah. Ja, dann lass mal wieder los. Und bums, ist es wieder unten. Alles klar, ja, das hat es gebracht. Die habe ich jetzt dahin. Das hole ich mir ran. Nee. Warum hast du dich jetzt nicht festgehalten, Olle? Ach, jetzt kann ich wegen dir hier wieder... Na gut. Aber wir haben die Boje da auf jeden Fall jetzt irgendwie rausgeholt oder so.
Die war da vorher nicht. Genau, die ist jetzt auf der Seite und rudert hier so lang und das hat auch so seinen Zweck, meine ich, mich zu erinnern. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt hier? Ja, das bringt's. Ich merke das schon. Das ist super. Die Boje ist jetzt einmal lang gewandert. Momentchen. Ich muss die nochmal hier durchlassen, glaube ich. Boje, komm. Ja, komm. So. So, die Boje holt nämlich das jetzt lang. Hm. Das sind nicht genug Stangen, um rüberzukommen. Nee, aber du kannst auf jeden Fall hier schon mal runterkommen. Jetzt schießt du das mal schnell ran. Und jetzt kommt das rüber. Hoffentlich. Oder auch nicht. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier rübergekommen. Ach. Die Stange muss halt auf jeden Fall jetzt zu mir rüber. Was sie gerade nicht tut. Das reicht nicht. Die Boje muss noch mal mehr lang. Also muss ich das Ganze noch mal machen. Und zwar in Windeseile. Das war so klar. Halalalalala. Die Boje ist nämlich schneller als ich. Meistens. Bisher. Komm her jetzt. Aber ich weiß, dass ich es damals schon geschafft habe. Komm her. Ist sie schon durch? Nee. Kacke. Jetzt geht sie wieder durch. Nein. Nein, Boje, bleib bei mir. Du dummes Ding. Scheiße. Oh Mann, oh, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Die doofe Boje wieder da am Anfang. Bing, bing. Und die klingelt auch noch so schön doof. Los jetzt. Kannst du dich mal beeilen? Ich lass schon die ganze Zeit los. Und du? Roller. Machen wir es diesmal so. Oh, nee, ne? Das braucht doch viel zu viel Zeit. So, jetzt komm schnell. Die Boje kommt. Das muss klappen jetzt. Ja, geh durch. Jawoll. Nein. Oh, das kann nicht wahr sein, Lara. Du bist so eine Nuss. Echt, du bist so eine Nuss manchmal. Jetzt habe ich es schon geschafft und jetzt hält sie sich mit ihrem dämlichen Kletterhaken nicht fest. Und habt ihr es gesehen? Sie hat ihn ja reingepackt. Das ist so pure Spielhassabsicht. Das Spiel will mich einfach. Lass los jetzt. Und lauf. Hör auf, Sekunden zu verschwenden. Ja, komm. Ja, nee, ist klar. Ey, ich bin überhaupt nicht nach vorne gelaufen. Okay, auch das, wieso okay, ich springe vielleicht, ne? Aber das kommt 2 Sekunden zu spät und dann landet sie sonst wo. Also, egal, ich reg mich nicht auf. Ich brauche nur meine 1000 Versuche. Komm jetzt durch, du Boje. Jawohl.
Wehe, du hältst dich wieder nicht fest. Ich hab keine Lust mit dieser... Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Mit dieser Boje, mein ewiges Spielchen hier zu treiben. Grab durchsucht, Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Ach, das freuen sie uns ja. 2 von 3 Teilen von der Handfeuerwaffe. Theoretisch müssen wir... Aha. Dann laufen wir mal als nächstes da zum nächsten Geopunkt hin und wandern hier runter. Hätten wir natürlich die anderen Gräber auch geschafft. Dann hätten wir wahrscheinlich auch die Waffen schon durch, nehme ich mal an. Oh, wir haben den Blödsinn mit der Boje geschafft. So, jetzt haben wir hier auch genug von diesen Geschichten gemeistert. Trotzdem fehlen mir hier noch Punkte. Dann machen wir mal das. Gegengewicht. So, unser Compoundbogen wird auch immer besser, finde ich. Sehr schön. Sehr gut. Und raus mit dir, Lara, denn wir haben noch mehr zu erkunden. Wir müssen noch am Strand entlang laufen. Das mache ich sonst aber auch gleich offline oder so, weil es muss ja nicht alles aufgenommen werden. Falls ihr mehr auch interessiert seid an der Hauptquest, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ist aber kein Problem. Wie komme ich jetzt hier wieder rüber? Ich habe ein bisschen Angst hier durchs Wasser. Macht sie das? Ja, das macht ihr doch nichts aus. Dann hier hoch. Sehr schön. Und wieder zurück zum Strand. Dann haben wir das auch gemeistert. Ich bin stolz auf uns. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel... Naja, eigentlich weiß ich es ja auch. Ich weiß, dass das Spiel nicht mehr ewig lang dauert. Das kommt halt auch immer drauf an, ob man alles einsammelt, alle Gräber haben will, alle Geos eingesammelt haben will, alle Reliquien. Was ich halt besonders schön finde, sind tatsächlich immer so diese Tagebucheinträge und so. Ich weiß, dass ich da so viel nicht geschafft habe und ja, ihr könnt es mir auch jetzt gerne schon, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass ich die restlichen, die wir nicht gelesen haben, nochmal so als Anhang irgendwie ranhängen oder so, wenn das noch überhaupt geht. Ich weiß gerade gar nicht, ob man dann, wenn man das Spiel geschafft hat, nochmal ins Spiel gehen kann. Ich würde die aber gerne noch eingesammelt haben, falls es geht, dass ich die dann noch vielleicht als Anhang einsammle oder so. Und damit verabschiede ich mich. Was sagt er hier? Ich werde hier Wache halten. Reyes arbeitet an der Maschine und die anderen ruhen sich aus. Bleibst du die ganze Nacht wach? Whitman übernimmt später die Wache. Traust du ihm immer noch nicht? Nein, und das rate ich dir auch. Sei vorsichtig, wenn ich weg bin. Behalte ihn im Auge. Hoffentlich findest du da oben, was du suchst, Lara. Ja, das hoffe ich auch. Man kann hier auch mit allen anderen auch noch reden. Es gibt sogar eine Errungenschaft, meine ich, die Quasselstrippe heißt. Das ist sehr witzig. Gut. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Part von Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.